Sendezeichen aus 50 Jahren Deutschlandfunk. Meine Damen und Herren, das sind Bilder wie aus einem Horrorfilm. Aus dem Deutschlandfunkprogramm vom 11. September 2001. Einer der beiden Zwillingstürme des World Trade Centers in New York City steht in Flammen. In der Fassade dieses Wahrzeichens der US-Metropole klafft ein großes Loch. Qualm quillt heraus. Zwei Flugzeuge sind vor wenigen Minuten in das über 400 Meter hohe Hochhaus gerast. In Washington mein Kollege Siegfried Buschlüter. Was wissen Sie über den Hergang der Geschehnisse? Herr Kapern, es sind zwei Flugzeuge, die im Abstand von wenigen Minuten heute Morgen in das World Trade Center geflogen sind, in beide Türme. Mehrere Stockwerke des Gebäudes stehen in Flammen, sie sind in Rauch gehüllt. Gibt es irgendwelche einigermaßen zuverlässigen Spekulationen darüber, wer so etwas getan haben könnte? Natürlich drängt sich, Herr Kapern, sofort immer der Name bei Terroranschlägen Osama bin Laden auf. Der Mann, der auf der Liste der vom FBI gesuchten Terroristen an erster Stelle steht. Man weiß, dass Osama bin Laden seit vielen Jahren, nicht zuletzt seit den Anschlägen gegen US-Botschaften in Afrika, weitere terroristische Aktionen gegen die USA geplant hat. Es sind mehrere Aktionen in den letzten Monaten durchgeführt worden, um den genauen Aufenthaltsort von Osama bin Laden ausfindig zu machen. Und immer wieder gab es Warnhinweise auf geplante Anschläge gegen amerikanische Botschaften im Ausland. Aber dass ein gezielter Anschlag gegen amerikanische Institutionen oder Gebäude wie das World Trade Center geplant waren, konkrete Indizien hat es dafür nicht gegeben. Sendezeichen aus 50 Jahren Deutschlandfunk. Zum Nachhören und Nachlesen auch im Internet unter www.deradio.de.